Hallo und herzlich willkommen zum Trainsymbol 4. Wir fahren heute mit der Baureihe 185 Lok 389-4 von DB Schenker, und zwar CO2-frei auf der Schiene. Repaint aus dem Creators Club. Wir sind auf der Rosig-Nord-Strecke unterwegs und haben hier diesen EONOS-Zug von verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Rail Cargo Group haben wir hier aus Österreich. Wir haben ERR, wir haben VTG, wir haben GATX und ich glaube DB Cargo ist sogar auch noch mit dabei. Genau, stehen hier und fahren hier unseren Leerzug einmal in Richtung Plettenberg. Hier vorne auch noch eine 193, die auch abgestellt ist. Mit der sind wir aber nicht unterwegs, sondern hier mit dieser wundervollen Lackierung für die Baureihe 185. Wurde sich letztens gewünscht in den Kommentaren, dass ich doch mal wieder die 185 fahre. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, Zeit für einen schönen Güterzug mit der 185. Wir starten und stecken mal den Fahrtrichtungswender ein und schieben ihn in die Neutralstellung. Dann gehen wir einmal hier nach hinten, schalten die PZB und LZB an, Zugspitzensignal auf an. Bremsauswahl lassen wir bei P, das passt soweit. AFB lassen wir aus, wir haben auch schon Fahrt. Nee, haben wir gar nicht. Denn das Signal hier ist nicht für uns, sondern das Signal ist hier für uns. Dementsprechend müssen wir hier noch warten, bis ein Zug entgegenkommt. Gehen jetzt in die Vorwärtsstellung rein. Da ist auch schon Lokzug 143 und 185er. Der düst hier einmal uns vorbei und wenn der durch ist, haben wir dann hoffentlich auch Ausfahrt. So, dann einmal kurz geguckt. Lokführerpultbeleuchtung schalten wir aus. Das ist hell genug. Signalbeleuchtung ist an. Spitzensignale, Bremsen lösen, Sander. Das passt soweit. Wir können den hinteren Stromabnehmer oben lassen. Das ist in Ordnung, denn wir haben hinten einen Leerzug. Da ist nichts Entzündliches. Und dürfen dann gleich losfahren. Ich freue mich schon richtig, hier mal mit der 185 wieder unterwegs zu sein. Kann noch einmal ganz kurz hier nach unten gucken, ob wir noch was einstellen können. AFB schalten wir gleich ein. Lokführer Pultbeleuchtungsdimmer einmal runter, damit es gleich nicht so blendet. Wir schalten nämlich gleich wieder die Beleuchtung an. PZB Modus M. Hervorragend. Na, ich dachte, ich habe es runtergedimmt. Okay, Moment. Oh, wir dürfen schon wieder nicht fahren. Müssen noch einen Zug durchlassen. Ach so, ach, das ist hierfür. Ah, okay. Moment. Dann haben wir doch mit Sicherheit noch einen weiteren Dimmer. Wir haben ja genug Zeit, ihn zu suchen. Ansonsten lassen wir ihn halt aus, wenn es tatsächlich so hell ist. Gut, lassen wir aus. Wir müssen noch einen Zug vorbeifahren lassen. Und schon mal die Bremsen lösen und ziehen aber die Lokbremse an. Ungefähr 3 Bar. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Makro einmal getestet. Passt soweit. Hervorragend. Dann schauen wir einmal aus dem Fenster und gucken mal, wo der Kollege ist. Ob der schon irgendwo in Sichtweite ist. Nee. Gut, wir können uns dann dafür unseren Zug mal ein bisschen angucken. Genau, haben wir hier diese EANOS-Wagen. Einmal von der Rail Cargo Gruppe aus Österreich. Teil der ÖBB. Drei Wagen. Hier einmal ERR. Ich höre einen Zug. Oder? Tatsache. Da kommt gleich ein Dosto vorbeigeschossen. Der hat natürlich Vorrang, das ist ganz klar. VTG. Dann haben wir hier GATX mit diesem sehr hellen weißen Wagen.
DB Cargo, alles übrigens Repaints aus dem Creators Club, wo ich leider nicht ganz zuordnen kann, von wem die sind, aber ja, trotzdem ein großes Shoutout an alle Leute, die Repaints erstellen und sie hochladen. Dann hier nochmal ein Wagen von der Rail Cargo Gruppe. DB Cargo haben wir nochmal hinten dran. Und ganz zum Schluss ein Wagen von ERR. Ohne Zugschlusstafeln können wir die irgendwie manuell anbringen. Nee, können wir nicht. Woran liegt das, dass wir keine Zugschlusstafeln haben? Müssen wir das vielleicht hier nochmal umstellen? Okay, ich dachte, vielleicht gibt es einen Automatikmodus, aber. Nee. Leider nicht. Dann können wir das wohl nicht umstellen. So, der Doppelstock fährt jetzt auch vorbei. Dieser sehr verwitterten 143, die muss mal wieder gewaschen werden. So, und wenn der durch ist, dürfen wir dann jetzt hoffentlich auch fahren. Können uns mal hier unsere Lackierung angucken, auch die aus dem Creators Club. DB Schenker CO2-frei auf der Schiene für Audi Logistik. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Repaint tatsächlich realistisch ist oder fiktiv, aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Deshalb dachte ich mir, können wir das auf jeden Fall mal fahren. Gerade von vorne sieht das sehr, sehr schön aus mit diesen Blattstrukturen, die wir hier sehen können. Hat was. Führerstand 2 ist dann weiß. Beziehungsweise Führerstand 1. Und unsere Wagen sind leer. So, wie sieht das Signal aus? Sieht immer noch rot aus. Wir können einfach mal nachfragen. Abgelehnt auf Signalwechsel warten. Na gut, okay. Dann warten wir. Schauen hier noch auf die 193 von TXL Logistik oder beziehungsweise TX Logistik. Saving Carbon Dioxide und Sustainable Cross-Border Connections, Responsibility Driven. Sehr, sehr schön. So, wir dürfen fahren. Endlich ist das Signal umgestellt. Bremse lösen. Und Leistung aufschalten. Einmal ganz kurz eine ganz vereinfachte Rollprobe machen. Schauen, ob wir weiterrollen. Ja, scheinen wohl keine Bremsen angezogen zu sein. Daher können wir losdüsen. Ja, wir waren, glaube ich, schon länger auch nicht mehr unterwegs auf Rosig Nord. Wir können uns auch direkt befreien von der Überwachung. Und fahren mit 40 aus. In Richtung Plettenberg. Einmal mit 40 über die Weiche und dann dürfen wir hier vorne schon gleich auf die 90 hoch. VMAX dürften 120 für uns sein, denn ich glaube, die Wagen können nicht schneller als 120 fahren. Und die Zugart M reduziert uns sowieso auf die 120. So, einmal die AFB nach vorne und die AFB an. Dann können wir die AFB schon mal auf die 90 einstellen und beschleunigen. Ja, der AFB-Bug meldet sich da schon wieder. Sobald wir die AFB runterstellen, wird automatisch reingebremst, selbst wenn wir die zulässige Geschwindigkeit durch die AFB noch nicht erreicht haben. Ein Bug, der nicht bei allen Fahrzeugen auftaucht. Die 193 ist zum Glück davon verschont. Die 101 auch. Aber die 185er sind davon betroffen, unter anderem. Ich glaube, die 146er auch.
Und das ist natürlich nicht so cool. So, hier vorne eine 363 von DB Radian. Steht hier bereit zum Rangieren. Und 100 dürfen wir dann direkt auch fahren. Stellen wir direkt ein auf der AFB. Und okay, und wir nehmen die Leistung auch schon wieder runter. Denn wir haben halt zu erwarten. Bestätigen wir natürlich. Und schauen mal, wo hier das Hauptsignal auf uns wartet. Wir haben hier keinen verkürzten Bremsweg, das heißt also, wir können da vergleichsweise entspannt runterbremsen. Unsere Bremseigenschaften dürften auch ziemlich gut sein. Okay, hervorragend. Das Vorsignal ist anscheinend umgesprungen. Dann beschleunigen wir aber ganz langsam, denn wir haben ja den Regionalexpress, der vor uns herfährt. Das heißt also, da werden wir sowieso noch das ein oder andere Mal mit PZB-Action rechnen müssen. Wir dürfen jetzt auch nicht schneller als 70 fahren. Wir werden überwacht auf 70 km/h und können, sobald die 1000 Hertz Beeinflussung weg ist, und das ist sie in diesem Augenblick, uns wieder befreien. Hier noch ein Vectron abgestellt. Von Railpool. Und wir haben halt zu erwarten, diesmal sogar mit verkürztem Bremsweg und doch nicht, Signal ist gerade umgeschaltet. Aber ja, wir beschleunigen jetzt mal nicht. Der Vectron. Ja, das ist kein Szenario, sondern im Fahrplan. Und dann mit dem Freeroam-Modus einfach die 185 dahin gespawnt. Jetzt fragt ihr euch, okay, aber warum stehen dann jetzt ein 193er da einfach rum in der Gegend? Das wird ja dann nicht im Fahrplan passieren. Das liegt daran, dass ich, bevor ich das Ganze hier gestartet habe, bin ich einmal so ein bisschen die Strecke entlang gelaufen und habe an ein paar Stellen, nicht an vielen, an ein paar Stellen noch ein paar zusätzliche Fahrzeuge einfach gespawnt, nur damit es noch ein bisschen ja, schöner aussieht, was so den KI-Verkehr angeht. Zumindest das, was so abgestellt ist. Zum Beispiel hier dieser Tankwagen, der stand jetzt vorher auch nicht hier. Den habe ich da jetzt nochmal hingestellt. So, ein bisschen Leistung geben wir dann jetzt doch wieder rein. Ja, schön, so einen bunten Ianos-Wagen zu sehen. Beziehungsweise Ianos-Wagen-Zug zu sehen. Genauso wie übrigens hier dieser Flirt von Abellio, der hier in Realität auch unterwegs ist. Der wartet hier, ist wohl abgestellt. Oder wartet wohl auf Signal. Und wir beschleunigen wirklich ganz, ganz langsam. Haben hier gar keine Eile, dass wir hier schnell auf Geschwindigkeit kommen müssen. Denn vor uns ist ja bekanntlich ein Zug unterwegs. ...22 km Luftlinie sind es von hier bis Plettenberg. Und da ist eine 143. Ja, auch immer mal wieder schön zu solchen alten Strecken zurückzukehren, muss ich sagen. Auch wenn man der Strecke definitiv die alte ansieht, ne? Also gerade hier so die Hügel sehen jetzt überhaupt nicht schön aus und die 2D-Bäume da drauf, das sieht auch schrecklich aus, aber nichtsdestoweniger würde ich sagen, ist Rosig Nord eine absolut wundervolle Strecke, trotz ihres Alters. Auch die ganzen Gleisanschlüsse rechts und links und die Ausgestaltung, das ist wirklich schön für das damalige Niveau, wenn man jetzt mal überlegt, wie alt. Wir müssen schnell runter auf unter 70. Wenn man überlegt, wie alt die Strecke doch ist.
Dann muss man schon sagen, hat sich gut gehalten, die Strecke. So, wir lassen jetzt einfach mal rollen, weil wir eh halt zu erwarten haben. Zugbeeinflussung. Ja, und auch schön mal so einen bunten Eanus-Zug zu sehen, denn tatsächlich ist das so, dass Repaints im Fahrplan, wenn man beispielsweise mit der 193 unterwegs ist, mit den Eanus-Wagen, dass dort die Repaints nicht zufällig hineinspawnen aus dem Creators Club. Das heißt also, man wird immer diesen komplett blauen VTG-Zug haben. Und den habe ich hier mal ein bisschen im Formations Designer eigenständig zusammengestellt, habe da ein paar Repaints ja, einfach rangehängt und dann diesen Zugverband hier gespawnt. Und das macht das Ganze schon einfach ein bisschen interessanter, mit so ein paar Repaints hier zu fahren, dass es nicht alles immer nur so einfarbig ist. So 80 darf ab hier gefahren werden. Zugbeeinflussung. Okay, ich glaube, die Überwachung ist weg, auch wenn das hier noch steht. Das ist ein sehr schönes Bild hier gerade an dieser Stelle. Da muss ich jetzt doch mal ein kleines Bildchen einmal machen für die Galerie und vor allen Dingen fürs Thumbnail. Dann haben wir das auch heute geschafft. Vielleicht noch ein bisschen heller machen. Ja. Das ist sehr schön. Jawohl. Gut, dann haben wir das auch. Können hier mal auf jeden Fall. Ja, machen wir direkt die Führerstandsbeleuchtung an. Ah, okay, wobei, lassen wir es hierbei. Können auch mal die Fernlichter anmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche 185 das ist, um ehrlich zu sein. Ob das die Dresden-Rieser-Variante ist oder die Kassel-Würzburg 185. Es kann sein, dass es die Kassel-Würzburg 185 ist. Wegen des Lichtkegels, der doch sehr stark ist. So, PZB-Prüfgeschwindigkeit ist bereits unterschritten. Wir müssen also keine 1000 Hertz Beeinflussung, Zwangsbremse fürchten. Beziehungsweise induziert durch die Bremskurve. Da vorne ist allerdings ein haltzeigendes Signal. Der 500-Hertz-Magnet wird also auch kommen. Mal voll rein, schon mal mit der dynamischen Bremse. Und da ist die 500 Hertz Beeinflussung. So, dynamische Bremse lösen wir wieder aus und lassen jetzt rollen bis zum Hauptsignal. Und wir halten an.
So, einmal angehalten. Da wir bergauf fahren, löse ich jetzt nicht die Zugbremse, sondern lasse sie angezogen. Denn ich bin mir nicht sicher, ob die Lokbremse alleine das Ganze hält. Ja, jetzt stehen wir hier, und zwar auf einem Bahnübergang. Das ist natürlich etwas unschön, aber da gerade keine Autos hier vorbeifahren, scheint das auch niemanden zu stören. Ja. Ja, Hauptsignal zeigt Halt. Darunter haben wir diese weiß-gelb-weiß-gelb-weiße Barke, was so viel heißt wie für den Fall, dass wir niemanden im Stellwerk erreichen, dürfen wir tatsächlich dieses Signal hier überfahren, ohne konkrete Zustimmung, ja, also ohne Zustimmung aus dem Stellwerk, dürfen wir hier dieses Signal überfahren und müssen halt auf Sicht fahren. Ich glaube auch bis zum nächsten Hauptsignal dann mit maximal, ja, vermutlich 25 km/h, denke ich mal. Sofern das Signal irgendwie gestört ist oder so und man hier wirklich sehr, sehr lange steht. Aber das Signal zeigt Fahrt. Daher müssen wir gar nicht erst auf solche Ideen kommen und können abfahren. Da kommt noch 143 entgegen. Mit Habinzwang von Raelion. So, solange wir die 500-Hertz-Beeinflussung haben, dürfen wir nicht schneller als 25 fahren. Allerdings sollte der 500er ausgehen, sobald wir am Signal vorbeifahren. Jawohl, weg ist er. Dementsprechend werden wir jetzt auf 45 überwacht. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, eher auf 70. Und jetzt werden wir gar nicht mehr überwacht. Beziehungsweise nicht gar nicht. Die PZB überwacht uns natürlich immer noch, dass wir nicht schneller als die 120 fahren. Aber ich denke nicht, dass wir so schnell auf Geschwindigkeit kommen werden. Zumal 70 jetzt hier angekündigt sind. Wird bestätigt, auch wenn dort kein Magnet lag, denn es werden Signale bestätigt und keine Magneten. AFB schon mal auf die 70 eingestellt. Hier entlang der Ruhr zu unserer Linken, die wir ein paar Mal im TSW tatsächlich sehen. Ne? Auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr sehen wir die Ruhr. Rhein-Ruhr-Osten, Ruhr-Sieg-Nord. Ja, das müssten so die Strecken sein, wo wir die Ruhr sehen. Sofern ich jetzt nichts vergessen habe. So, einmal rein in den Tunnel. Spitzensignale, ja, müssen wir gar nicht so umstellen. Der Tunnel ist nur sehr, sehr kurz. Und kurz ist auch unser Fahrvergnügen, denn wir haben doch nicht Halt zu erwarten. Allerdings werde ich dennoch nicht beschleunigen. Denn das Signal ist gerade erst umgesprungen in dem Augenblick. Das heißt also, wir werden nach wie vor vermutlich mit Beeinflussung rechnen müssen. Da die Burg Altena. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier in Altena. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Gibt es hier an dieser Stelle, in der Burg- und Drahtstadt Altena, gibt es, glaube ich, an dieser Stelle ein sehr, sehr tolles Café.
ein sehr leckeres Café. Ja gut, auf der Seite sieht man nichts. Kann ich sehr empfehlen. Oder eine Bäckerei, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Generell Altena eine sehr hübsche Stadt. Die in TSV auch nicht ansatzweise so hübsch aussieht wie in Realität. Wie gesagt, einfach dem Alter der Strecke geschuldet. Ich bin mir sicher, Rosig Nord, wenn man heute die Strecke bauen würde, würde das Ganze hier wirklich ganz anders aussehen. Und zwar wirklich auf so einem Niveau wie Vorarlbergbahn schön. Ne, weil mittlerweile, also wenn man jetzt wirklich sich die Berge da genauer anguckt, die Hügel, das sieht ja alles nicht so schön aus. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich diese LiDAR-Daten, die benutzt werden zum Streckenbau. Das sind also im Grunde genommen geodätische Daten, die direkt in den Editor übernommen werden können, mehr oder weniger, sodass man das Terrain automatisch genauso wie in Realität hat. Und hier musste das Ganze praktisch per Hand modelliert werden und man sieht es. Ne? Also es fällt vor allen Dingen eben auf, wenn man das mal mit neueren Strecken vergleicht, man sieht es wirklich sehr, sehr deutlich, dass das wirklich nicht mehr schön aussieht. Ne? So, 14 Kilometer noch. Genau, wir fahren bis hierhin. Hier unten das Finntrop. Da. Aber da fahren wir heute nicht hin, sondern nur auf diesem Teil der Strecke. So, wir sind ein bisschen zu schnell. Ich hoffe, na, hallo, lieber AFB. Scheint wohl nicht so ganz zu funktionieren. So riegelt uns jedenfalls nicht ab bei 80. Dann müssen wir da jetzt wohl selbst drauf achten. Haben wohl eine kleine AFB-Störung. Aber gut, wir können hier einfach rollen lassen, das passt soweit. Hier das Kraftwerk, das Kohlekraftwerk von Mark Elverlingsen. Sind wir auch schon mal reingefahren tatsächlich mit einer 185, ganz viel Realität. Damals ein Szenario von Tom Fresco. Wirklich ein sehr, sehr schönes Szenario. Hat auch, glaube ich, fast 2 Stunden damals gedauert. Haben ungefähr 10 kN pro Fahrmotor aufgeschaltet. Bei 4 Fahrmotoren macht das eine Zugkraft von 40 kN. Logischerweise. Und wir dürfen ab hier sogar 90 fahren. Können wir schon mal in der AFB einstellen.
So schnell werden wir eh nicht auf Geschwindigkeit kommen. Wirklich ein sehr, sehr schöner Streckenabschnitt hier. Würde ich gerne mal in Realität langfahren. Hier direkt neben der Ruhr. Generell dieses gesamte Gebiet hier ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Können wir den Zug an uns vorbeifahren lassen. Allerdings nicht zu sehr genießen, die Vorbeifahrt, denn da vorne kommt einen halt zu erwarten. Dementsprechend müssen wir uns darum kümmern. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Der Baum steht aber sehr nah am Streckenrand. Kilometer 38,2. Merken wir uns, falls wir den Fahrdienstleiter Leiter anrufen müssen, dass wir ihm auch sagen können, wo wir ungefähr stehen. Aber das Signal zeigt nicht mehr Halt. Also, allons-y. Beschleunigen jetzt aber nicht zu sehr, denn wir müssen ja sowieso wieder anhalten. Zugbeeinflussung. Oh, können wir das Fernlicht ausschalten? Beziehungsweise können es auch wieder einschalten. Ja, es müsste, glaube ich, schon die Kassel-Würzburg 185 sein, sonst wäre der Lichtkegel nicht so stark. Aha. Da vorne ist der Lokzug, den wir doch gesehen haben, oder nicht? Interessant, interessant, interessant. Da noch ein bisschen was an Rollmaterial abgestellt. Normal. Ja, der AE hinter uns hat leider schon Verspätung angesammelt. 3 Minuten Verspätung für den AE16. Aber unser Signal ist umgesprungen. Das heißt also, wir dürfen jetzt fahren. Hervorragend. Hier noch ein Citybahn-Steuerwagen abgestellt. Sehr schön. So, und der muss jetzt tatsächlich auf uns warten. Oder der endet hier, ich weiß es nicht. Gut, der wird wohl nicht hier enden, weil was sollen die ganzen Loks hier machen? Nee, der muss jetzt auf uns warten. Sehr gut. Dann habe ich jetzt die Hoffnung, dass wir halbwegs durchfahren können. 110 ab hier. Wir blenden wieder ab, damit wir nicht den Kollegen blenden. Nochmal kurz gegrüßt. Und Plettenberg ist jetzt auch nicht mehr weit weg. Okay.
ein ehemaliger Gleisanschluss dort. Container, die hier abgestellt sind. Ja, ja, eine ganz entspannte Fahrt. Hier wieder die Ruhe. Bisschen Industrie links und rechts. Na, rechts nicht, aber links. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, wir können jetzt tatsächlich mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Ah, die gute alte grüne Brücke. Kennen wir alle mittlerweile schon sehr, sehr gut. Ja, also das finde ich nicht so gut, dass die AfB nicht abriegelt. Dann bringt uns das ja recht wenig, dass die AfB überhaupt an ist, wenn sie uns nicht runterriegelt. Beziehungsweise runterriegelt. Okay, und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Wir können jetzt schon mal reinbremsen. Wir müssen ja sowieso unter 70. Zugbeeinflussung. So, das ist eine Ankündigung auf 40. Okay. Ich würde sagen, wir lassen erstmal einfach ausrollen. Geht sowieso bergauf. Und sind dann auch schon gleich da. Fenster geht auch auf. Und Tür selbstverständlich auch. Aber das wisst ihr ja alles schon. So, ab da vorne gelten dann die 40. Und dann haben wir auch halt zu erwarten. Schauen wir mal, dass wir auf die 40 nur mit der dynamischen Bremse runterkommen. So, das hat auch hervorragend geklappt. Und dann haben wir halt zu erwarten und da vorne dann müssen wir anhalten. So, wir werden jetzt über diese Weichen geleitet, da können wir mit 40 drüber rollen.
Und einmal rüber. Und das halt ankündigende Signal müssen wir natürlich auch bestätigen. Zugbeeinflussung. So, das wird auch das letzte Signal für heute gewesen sein, das zu bestätigen ist. Dann müssen wir da vorne noch einmal über die Weichenverbindung. Ich hoffe mal, wir passen mit unserem Zug komplett da drauf. Könnte ein bisschen eng sein. So, und noch ein weiteres Mal rüber. Einmal rumgeschlängelt. Hervorragend, das sieht doch schön aus, oder? Na, oh, herrlich. Einmal bis ganz vor zum Schotterzwerg. Oh, das ist aber knapp bemessen. Das habe ich schlecht eingestellt. Ja, komm schon. Noch ein kleines Stück. So, und wir halten an. Hervorragend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.